Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisen-Radar. Mittwoch, dem 8. Juni. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen auf den FX-Markt schauen. Und wir hatten gestern im Stream eine Anregung zum Swissie, zum US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Und natürlich kann ich dieser Anregung nachkommen und wollte ihn direkt auch heute mal hier im Devisenradar unter die Lupe nehmen, zudem ich dieses Paar auch durchaus während der letzten Zeit im Fokus hatte. Und warum will ich Ihnen auch gleich mal zeigen, wenn wir hier direkt mal auf den Wochenchart gehen, auf das große Bild. Ja, wir sind hier wieder Richtung Parität gelaufen, Richtung 1,00. Und Sie sehen, damit hat das Währungspaar schon seit langem zu kämpfen. Hier ohne Worte die Kerze vom 15. Januar, diese Ausverkaufskerze in Sachen Schweizer Franken Crash. Dies unbeachtet zeigt aber, dass man hier im Bereich der Parität, also der Marke von 1,00, auch schon hier zu Zeiten der Finanzmarktkrise ein wichtiges Level definieren konnte. Und dieses zieht sich ja bislang eben immer weiter fort. Und selbst hier dieser Ausbruch im November des letzten Jahres, eben hier sogar deutlich über die Parität, auch per Wochenschlusspreis, führte im Umkehrschluss nicht dazu, dass sich das Währungspaar dauerhaft über der Marke von 1 halten konnte. Und jetzt ja, seit 2 Wochen geht es wieder stärker zurück. Ja, warum auch? Weil hier eben auch insbesondere wegen der Non-Farm-Payrolls der letzten Woche hier die Aussicht auf eben schnellere Zinsanhebungen in den USA wieder mal ein Stück weit zurückgegangen sind. Der US-Arbeitsmarktbericht war denkbar schlecht, viel schlechter als erwartet und das führte zu einer entsprechenden Marktkorrektur. Der Dollar wurde hier schlichtweg abverkauft. Und im Umkehrschluss eben jetzt die Situation, dass dieser Aufwärtsimpuls, der hier seit Anfang Mai startete, sich schon wieder sehr, sehr stark relativiert hat. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt im Bereich von 0,97, auch eine Zone, die hier durchaus mal von Interesse war. Im Rückblick der letzten Monate, beziehungsweise im Hinblick auch des letzten Jahres, ist dieses Level allerdings zu vernachlässigen und insofern klären wir hier mal ein bisschen den Chart. Sehen aber, dass grundsätzlich hier seit ab April, Schrägstrich vielmehr Mai 2015, eine generelle Aufwärtsstruktur noch erkennbar ist, sieht man hier an den entsprechenden Lows, die hier sozusagen auch selbst mit dem Spike hier von der ersten Maiwoche vielmehr nur temporär unterschritten wurden. Das heißt hier grundsätzlich alles noch im Lot, aber technisch sieht es so aus, als könnten wir hier jetzt kurzfristig in diesem Bereich auf Wochenbasis mal zurückfallen, der hier um 0,9570 etwa liegt. Das ist eine Unterstützungszone, die sich hier ableiten lässt. Und ja, mit der letzten Woche und der aktuell laufenden Woche sehen Sie, dass hier nur eine Richtung dominiert und die ist recht klar gen Süden ausgeprägt. Und das schauen wir uns auch jetzt mal direkt im Tageschart an. Hier eine unlängste Einschätzung vom Anfang Mai. Da wurde auch, Sie sehen hier die Marke von 0,95, 0,9570 ist auch das Level, was wir im Wochenchart hatten. Hier eine weitere Schwäche, eine direkte weitere Schwäche erwartet. Warum? Weil auch Euro-US-Dollar in dem Kontext hier vor der Marke von 1,15 stand. 1,1450, 1,15 beim Euro-US-Dollar hier das ganz signifikante Level auf der Oberseite. Wenn da praktisch mal ein Wochenschlusspreis drüber gelingt, ist meines Erachtens der nächste Rallye-Schub beim Euro gegenüber dem US-Dollar kaum zu vermeiden. Das war die Situation hier dann Ende April, Anfang Mai, dass wir eben dieses Level fast schon durchbrochen haben, beziehungsweise die Aussichten dafür gut waren. Doch dann kam es letztlich anders, sprich der graue Pfeil, das graue Szenario hat sich hier verwirklicht und wir sind eben sogar dann hier auch sogar noch ein Stück weit höher in Richtung eben der Parität gelaufen. Doch gereicht hat es letztlich nicht. Wie gesagt, hier die Schwäche der letzten Tage, hier auch die letzte Woche, insbesondere eben aufgrund der Non-Farm-Payrolls am Freitag, hier eben deutlich schwach auf Wochentief rausgegangen aus dem Handel. Und jetzt muss man mutmaßen, dass die Situation die ist, dass es hier durchaus eben noch bis 0,9570, 0,95 zurückgehen kann. Das bleibt mal hier definitiv die kurzfristige Annahme, sprich Euro dürfte sich weiter erholen und der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken wohl eher schwächer notieren. Hier in der Saisonalität gibt es ein etwas unscharfes Bild, also mehr seitwärts als hier eine klare saisonale Richtung. Insofern hier nicht wirklich Rückenwind oder bestätigende Signale. Sollte also ergo dazu führen, dass wir hier doch durchaus nochmal ein Stück weit schwächer sehen oder den Preis ein Stück weit schwächer sehen. Hier ein kurzfristiger Widerstand erkennbar, unterhalb dessen es definitiv erstmal schwierig bleibt, für den Swissy hier nach oben zu laufen. Heute könnte es theoretisch eine kleine Erholung geben, aber es bleibt dabei, dass hier das Level 0,95, 0,9570 eine Zielzone kurzfristiger Natur bleibt. Lässt sich zumindest technisch hier aktuell ableiten. Für den Tag selber heute möchte ich Ihnen aber auch noch zeigen, dass wir auch eine FTSE-Vektor
Signallage haben, die hier bullisch daherkommt. Hier sogar mit 91% Trefferquote, allerdings nur 11 Erscheinungen, insofern zu vernachlässigen. Aber dieses Signal gemünzt mit diesem hier oben, wo wir doch schon 132 Erscheinungen haben mit einer Trefferquote von knapp oder rund 62%, lässt sich hier ein Zugewinn, ein bullischer Handelstag ableiten, der sozusagen dann auch noch im Kontext der Wochentagsstatistik, die ich Ihnen jetzt mal zeige, auch passt. Sie sehen hier grundsätzlich tatsächlich der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken eine bullische Phase und der Mittwoch eben heute auch hier mit 54% positiver Schlusspreise durchaus in der Püt hier nach oben laufen zu können. Aber das will ich an dieser Stelle nicht verheimlichen. Was auch interessant ist, ist, dass wir hier von der ATX-Seite her hier schon eine starke Trendbewegung haben, eben aufgrund der jüngsten Schwäche. Und wenn wir hier bei Bereichen über 60 sind, wird es interessant für ein Gegenmanöver. Ja, das sehen wir hier sehr deutlich. Oder sahen wir hier sehr deutlich im Februar. Auch hier Werte, das ist die rote Linie über 60, ja, gab es dann eine Gegenbewegung. Auch hier Werte über 60, gab es wieder eine Gegenbewegung. Und hier ganz knapp an der 60 gescheitert. Letztlich hier nicht wirklich relevantes Signal, weil wir deutlich hätten über 60 gehen können. Aber auch dann folgte hier eine Umkehr. Und jetzt laufen wir hier trendtechnisch schon wieder in eine sehr, sehr heiße Phase rein, die sich durchaus dann in Bälde, wenn wir zum Beispiel bei 0,95, 0,95, 70 stehen, eben mit diesem hohen Wert dann über 60 auch nochmal kennzeichnen würde. Und dann wäre meines Erachtens sicherlich eine gute Chance gegeben, hier ein mögliches Long-Engagement zu wagen. Sollte es nicht zu dieser kurzfristigen Schwäche kommen, dann wäre es wohl eher so, dass wir hier oberhalb von 0,98, 50 direkt nochmal die Parität angreifen könnten. Würde dann theoretisch dieses Szenario hier begünstigen, bleibt aber meines Erachtens nur Plan B. Mir scheint hier eher eine weitere Schwäche möglich. Auch wenn wir heute eine kurzfristige Erholung sehen, wären dies hier möglicherweise schöne Einstiege, um im Nachgang auf einen Short-Trend zu setzen. Alles, was hier praktisch im Bereich 0,97, 0,97, 50, 0,98 verläuft, könnte man hier als Short-Signal nutzen. Kommt dann hier zum Beispiel auch noch ein Shooting Star oder ein Bearish Engulfing als Candlestick-Formation auf Tagesbasis, hätte man sozusagen nochmal eine Bestätigung mehr, um hier auf einen fallenden Preis einen Zug gen Süden zu spekulieren. Also sieht ganz interessant aus. US-Dollar, Schweizer Franken auf jeden Fall mal im Blick halten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute einen kleinen Mehrwert liefern. Wenn Sie mögen, sehen wir, hören wir uns morgen oder aber schon heute Nachmittag zum JFD-Devisenradar-Webinar von 15 bis 16 Uhr kostenfrei. Da schauen wir dann auch mal rundum auf den gesamten Währungsmarkt. Also bis dahin, wenn Sie mögen, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.